100 Meter, der Präsident ist da von Boxsport 2050, Herr Schumann, die 34. Aufgabe, waren Sie beim ersten Rennen vor 34 Jahren auch dabei? Ich war immer dabei, ich bin eigentlich schon 35 Jahre, ein Jahr ist es aufgefahren. Aha, das ist die Aussage, Dieter Schumann schon bei der ersten Veranstaltung dabei, wo der Preis von Dortmunder Boxsport 2050 gestartet wurde. Ich habe mit Ihnen ja öfter schon gesprochen. Und Sie haben auch schon mal ein Siegtipp abgegeben vor ein paar Jahren, der etwas zahlte von der Quote her. Da sind wir auch gespannt, was Sie heute auf dem Sender haben. Wer gewinnt jetzt das dritte Rennen für Sie? Ja, heute gewinnt der Dortmunder das Geld 7. Aber eins soll auch gut sein. Ich glaube, es wird bei einem Boxer, der bessere soll gewinnen. Also 7 ist Charlize von Rainer Werning und der Favorit ist die 1. Das sind die Hinweise von Dieter Schumann. Wir sehen uns gleich. Dankeschön. Dankeschön für das Kurzinterview bei der Siegerehrung im Absattel. Also, man sollte auf die Boxtipps achten von Dieter Schumann. Das ist ja immerhin der Präsident. Und er hat gesagt, dass dort unser Pferd da liegt. Ist möglich und natürlich die 1. Okay, Samir war beim letzten Start. Macht das die Sache natürlich hier einfacher. Aber auch der andere, der 4 Jahre alt ist, Marco, nach der vorletzten Form zumindest denkbar, da war man nämlich mal Zweiter hinter Quentin Mocholles, der heute wieder antritt, der mit viel Gewicht an den Start kommt. Das sind zwei Pferde, die man sicherlich ergänzen kann in der Viererwette. Und natürlich auch nicht vergessen die Farben des Stalles Auteu. Wir haben vorhin den Sieg von Carla gesehen, Abstinentia hat Form zur Hand, die 6 auch von Marion Rotering trainiert. Denke mal hier auch Endkampfkandidatin, die Nummer 6 mit Maxime Pichur.